Oft verschaffen sich Jugendliche Abwechslung, indem sie plötzlich völlig sinnlos fremdes Eigentum beschädigen oder zerstören. Leerstehende oder schon beschädigte Häuser verführen Jugendliche besonders schnell dazu, beispielsweise noch ganz gebliebene Teile einer Fassade restlos kaputt zu werfen. Sie wollen treffen mit Knall und Scherbengeklirr. Klapprige Wegweiser, wenn sie in Griffnähe sind, werden verdreht, verbogen, beschädigt. Fremdes Eigentum oder öffentliche Einrichtungen werden von Jugendlichen häufig zerstört oder schwer beschädigt, wenn sie Alkohol getrunken haben. Sie reißen herunter, bedrohen und verängstigen Bürger, legen Feuer. Die Folgen ihrer Taten können sie vielleicht im Augenblick ihres Angetrunkenseins nicht überschauen. Meistens aber nehmen sie ganz bewusst keine Rücksicht auf die Folgen für andere Menschen. Blumenbeete in öffentlichen Parks verlangen viel Pflege und kosten den Steuerzahler auch einen Batzen Geld. Manchen Kindern widerstrebt gartenbauliche Ordnung. Sie verleitet sie dazu, die kunstvollen Blumenarrangements zu verwüsten. Man kann sie dabei sehen, man kann sie verscheuchen, man kann sie aber nur selten erwischen. Wenn sie laufen, dann sind sie weg. Das gibt's doch nicht. Jugendliche in fremder Umgebung können plötzlich zu einer handfesten Straftat fähig sein. Beispielsweise hebt einer aus der Gruppe eine Gartenpforte aus den Angeln und schmeißt sie auf den Boden, dass sie zerbricht. Sie hauen ab und machen anderswo weiter, bis sie am übermütigen Zerstören keine Lust mehr haben. Oh nein, das ist ja schlimm, ist das ja. Jemand ärgern wollen, ihm Schaden zufügen, den Bären losbinden oder die Kühe von der Koppel lassen. Kinder, wenn sie etwas aushecken, übertreiben schnell und rechnen fast nie damit, dass es am Ende auch einmal zu einem Unglück kommen könnte. Wenn ein Einzelner oder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen die Grenze zwischen Streichen und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung von Einrichtungen nicht kennt, kann auch mit Hilfe der Polizei die nötige Aufklärung im Elternhaus erfolgen. Hinweise an die Polizei sind auch nötig, wenn man selbst nicht in der Lage ist, das Treiben der Jugendlichen zu beenden. Da müssen wir mal die Eltern ansprechen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt das dritte Mal passiert. War die Polizei im Haus, wird es Zeit, dass die Eltern mit Sohn oder Tochter ein ernstes Wort reden, um künftig sicher zu sein, dass übermütige und oftmals folgenschwere Handlungen unterbleiben. Bei dieser Gelegenheit kann man auch feststellen, mit wem das Kind Umgang hat und wo es den langen Tag verbringt. Joshua, das hört auf, dieses Herumstrummern. Ja, Vater. Jawohl, Alter. Neben strafrechtlichen Folgen für Eltern und Jugendliche wird aber meistens zur Wiedergutmachung eines angerichteten Schadens dem Vater oder Erziehungsberechtigten eine Rechnung präsentiert. Um die Bezahlung des Rechnungsbetrages wird der besorgte Vater nicht herumkommen. Ratschläge, wie Straftaten Jugendlicher verhindert werden können, geben auch zahlreiche Einrichtungen im Bundesgebiet. Anschriften erfahren Sie bei den Beratungsstellen der Kriminalpolizei. Wo sich die nächstgelegene Beratungsstelle befindet, sagt Ihnen Ihre Polizeidienststelle.